So kann man es aushängen. Er war ab schon. Ich passe auf Maria auf. Das wird nicht mehr. Ist da oben was drinnen zufällig? Das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Und dann gehen wir unten da raus. Da würde mich interessieren, ob ihr das haben wollt, die ganzen Rätsel mitsuchen, ob ich das auch aufnehmen soll für euch. Wobei ich glaube, das ist eher langweilig. Denkt mir, ich spiele das Spiel mit euch durch, nehme die Rätsel mit, was ich, also die Statuen und Rätsel und das, was ich mitnehmen kann, so oder finde, so beiläufig. Das sollte auch reichen und soll auch Let's Play dann reichen. Gut. Keine Leute in die Luft hier. So, muss ich das scannen oder bleibt das hier drinnen? Okay. Niemand bleibt drinnen, ich weiß es nicht. Für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete... Gehen wir da raus! ...auf Arkham Island. Ja, jawohl. Und eine schöne Ladezeit. Oh, ich glaube, das ist gelingen worden. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Wetten du jetzt nicht drauf. Okay, wir da wieder rein. Weil ich mich immer frage, wann wirklich solche Schrauben das befestigt ist. Erstens, warum sind da keine Löcher für die Schrauben? Und zweitens, wie kann das ein Mann so abreißen? Das gelingt nie. Aber ist ein Comic, von dem her. Und ein Computerspiel. Soll ja nicht realistisch sein, sondern nur Spaß machen. Bitte, Arkham Asylum. Die Irrenanstalt. So sieht sie in voller Pracht aus. Und Coffin City ist da hinten irgendwie. Ist der Wind Tower? Ich hab keine Ahnung. Na, ist schon nice. Freigeboren, na bitte, die Trophäen gehen ja gerade dahin. So. Tut mir leid, Sir, aber hier können Sie nicht lang. Es ist alles abgesperrt. Wohin führt diese Tür? Sie führte zur alten Pumpenstation. Kurz nachdem er herkam, hat Anstaltsleiter Sharp sie verschließen lassen, wegen des Sicherheitsrisikos. Wo ist er denn überhaupt? Na, wo Gegner ist an. Die Verrückten jetzt aus? Brauchst du Hilfe? Yep. Seien Sie nur wachsam, Officer. Ich kümmere mich darum. Seid was wachsam. Ich kümmere mich darum. Was kommt denn jetzt? Das kennen wir ja immer so aus. Schon lange her. Oh. Gott sei Dank, du bist's. Hast du Joker schon gefasst? Ja, klar. Aber ich werde ihn aufspüren. Ich möchte, dass Sie hier bleiben und jeden Versuch, in die Villa zu kommen, unterbinden. Wie du meinst, Batman. Jedenfalls kommt keiner an mir vorbei. Mhm.
Aha, okay. Da kann ich nicht teilen. Da muss ich anders sein können. Okay, dann ist die Herausforderung wieder da. Oder? Ich habe doch keine Ahnung. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Ja. Gut. Korrekt. Joker ist wieder frei. Ja, den wollte ich jetzt nicht. Da. Und da ist rechts hinüber. Und davor. Irgendwie so war das. Da mein Auto angegriffen wird. Ich kann nicht glauben, dass sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Okay. Von hinten geht's immer am besten. Schön ausschalten alle. Und die Energie ist auch wieder voll, oder? Schaut so aus. Batmobil sicher nochmal. Okay, Kumpel. Lass dich nicht schlagen, Idiot! Na bitte. Es gibt einen Vorrat an Explosivgel im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht brauche ich es. Na bitte, Explosivgel haben wir schon mal. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Was soll ich finden da? Vergesst nicht! Sucht jeden Winkel ab! Ich will, dass alle gefunden werden! Hey! Ich will eben nicht, dass einer die Party verpasst! Merkwürdig, das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Ja. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich amüsiere mich prächtig. Bei euch Jungs sieht das fast zu leicht. Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen.
Darum habe ich es ja gefunden, das Explosiv, gell. So, was ist da? Okay, da war die Bettra, die habe ich noch nicht. Und? Okay. Okay. Okay, da bauen sie schon für die Party auf oder so. Okay. Ja, ich weiß, dass die Spur da weitergeht, aber ich will wissen, was da drin ist. Schauen wir mal. Okay. Und nimm deine Maske ab. Also, Bats, ich dachte, du könntest hier wirklich einen Freund gebrauchen. Jemand, mit dem du reden oder deine Geheimnisse teilen kannst. Sollen wir mit dem Großen anfangen? Wer ist das hinter der Maske? Warum spürst du das Bedürfnis, in die Welt zu ziehen und Leute wie mich zu bekämpfen? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Wir werden sehen. Okay, ein netter Film, aber was tue ich da? Da ist nix. Da ist auch nix. Nix, nix, nix. So, das ist auch eine Ego-Sicht, ne? Vielleicht doch eher nicht. Na, vielleicht nur für den Film da reingegangen. Ich habe keine Ahnung mehr. Zudem, ich kenne mich gut aus, gell, Leute, ja. Super. Okay, 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 darauf, okay. Blöde Frage, oder? Es ist die Federmaus! Geht's ihm gut? So, wo sind die nervigen Zähne? So, bis daher ist die Dings. Die Spur war bis daher, also gehen wir da mal rein. Oh. Hi, Harley. Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben.
Halt's Maul! Du dumme Kuh! Harley! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder! Ich kann nie böse auf dich sein! Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao! Ach Gott, na, dann fehlt mir ein anderer Weg. Sicherheitstor. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja. Habe ich geknallt gehabt vorher, dass ich einen anderen Weg finden muss. Nur welchen? Das war die andere Frage, oder? Aber das werden wir auch lösen, dieses Rätsel. Na, schauen wir mal auf. Zweifelsfall immer von oben. So. Ja. Gut, die Wand ist kaputt. Gehen wir mal die Wand ein bisschen in die Luft springen. Ja, also helfen wir auf und dann machen wir das und dann machen wir das. Und dann hüpfen wir wieder rein. Das habe ich so geklappt. Komm auf. Mülleimer. Haben wir ein Rätsel wieder? Das war ein Fragezeichen. Eine Trophäe heißt's. Ja, aber ist die in Negativsicht oder negativ? Keine Ahnung. Wo gehört ich denn hin? Oder? Lass mich! Sei still und geh mit den anderen da runter! Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Ja. So kann ich Commissioner Gordon auch retten. Was weiß ich. Bam, 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 bam. Okay. Okay, das könnten wir so machen. Hängen. Und bitte durchschalten. Komm schon, sei still, ich komm zurück. Bitte. Was machst du da? Machen wir den. Schneidet mich ab, bitte. Okay, das haben wir, das haben wir. Macht er das nur immer? Was ist hier los? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten, hört ihr? Lasst ihn liegen, wir haben größere Probleme. Findet die Fledermaus! Ich will euch nicht beunruhigen, Jungs, aber ich glaube, er ist mit euch da drin. Ich bin an der Tür, hier ist nichts.